Hallo und herzlich willkommen zurück bei Die Siedler 4. Ich habe gleich wieder eingeschaltet, weil ich hier gerade angegriffen werde. Was ich nicht als gut empfinde. Und ich glaube, der ist stark, weil er mit Magie arbeitet. Erst die, komm. Komm schon. Alter, der arbeitet aber heftig mit Magie. Holy moly. Ja. Erst mit diesem Blöden, weil da wollte er sich wieder ausbreiten. Seht ihr das? Der hat es schon wieder vorgehabt. So, perfekt. Okay, wurscht, das schaffe ich. Das schaffe ich, da kommen ja noch genug Soldaten. Aber wenn ich das gemacht habe, kann ich wieder ein bisschen zurückgehen, glaube ich. Oh, Alter, die Blauen, die fliegen ja nur dahin. Na, der hat das schon... Komm schon, Bogenschützen tut irgendwas. Ja, genau, komm, das reicht. Das reicht erstmal, ich will da gar nicht mehr groß. Wobei, ach komm, den Turm mache ich noch. Wollte ich es nicht mehr bauen, ne? Eigentlich könnte ich es auch lassen. Ah, der hat schon wieder irgendwo einen Mark. Ja, wo ist der? Ich habe ja auch einen Marker da drin. Nein. Der bitte mal zurück. Wunderbar. Oh, shit. Einmal bitte zurück. Komm schon. Geht zurück. Ja, gut. Ich glaube, die habe ich verloren. Weil die nicht zurückgehen wollen. Ja, da muss ich den Angriff fortsetzen. Muss ich so viele killen wie möglich. Dann muss ich das doch abreißen. Damit er es erstmal wieder bauen muss. Nicht, dass es einfach nur einnimmt. Ich habe aber gute Bogenschützen. Vielleicht halten die das sogar aus. Okay, ich nehme es zurück. Alles klar. Goodbye, Bogenschützen. Schön war's mit euch. Nehmt so viele mit, wie ihr könnt. Jo. Schön war's mit euch. Holt noch die Materialien los. Ah, ich glaube, ich nehme echt viele mit. So ist nicht, ne?
Voll geil. Wie hatten wir jetzt noch? Ja, jetzt werden die eingefroren auch noch. Ja, ich hätte zurückgehen sollen. Ab den einen Punkt. Ja, jetzt habe ich gerade keine Soldaten mehr. Jetzt müsste ich fast mal schauen, damit ich nur einen Soldaten herstelle. Wobei. Nee, ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Oh, ich habe Schwerter. Ganz viele Schwerter. Oh, ist das geil. Haltet stand. Kämpft bis zum Tod. Jawohl. Kommt zurück. Zwei Überlebende. Hammer. Aber ich habe unser Land wieder. Das war ja... Das war ja das, was ich eigentlich wollte. Ihr könnt... Weißt du was? Ihr geht's mal hierher. Ich sag einfach mal das Füllen. Mit allem, was geht. Dass er da auch mal so viele Leute verliert, wie es geht, wenn er da angreift. Keine Steine mehr. Ja, da. Das sind auch keine Steine mehr, deswegen kannst du da mal... Tschüss. Sie werden angegriffen. Alles klar, okay. Schauen wir mal, ob das klappt. Jetzt hat er uns den Weg abgeschnitten. Aber jetzt bin ich gespannt. Der greift uns an. Meine Verteidigung ist gut. Denke ich. Schauen wir mal. Denk mal, dass ich hier ganz gut die Stellung halten kann. Zack, eingenommen, perfekt. Oh yeah. Oh yeah. Na, er greift der Magier an. Ah, gut. Oh yeah. Alter, so zwei Türme nebeneinander, das ist immer mega stark. Das sind nur die zwei Türme, ein kleiner, ein großer, stell euch mal das davor. Natürlich, jetzt greift er natürlich erstmal die oberen da an. Die da ultra schwach sind, naja gut. Oben darauf kann ich verzichten, ehrlich gesagt.
Ja, gut, da sind schon weniger geworden, aber holy moly, ich hab den. Den hab ich dann wirklich wegradiert. Oh, der hat immer noch mehr Soldaten wie ich. What? Ja gut, da war er jetzt fleißig. Da war er jetzt durchaus fleißig. Hat ordentlich, glaube ich, Leute hingeschickt. Aber ich glaube, ich habe viele mitgenommen. Was, wie ist es einer von mir draufgegangen? Jawohl. Ja, gut, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber. Ach, jetzt zieht er sich da oben zurück. Was für ein Arsch. Was, nee, jetzt greift er erstmal den blöden Sack da an. Oh ja, jetzt schießen die auch noch mit Holy Moly. Ja, der greift genau von genau dort an. Das ist eigentlich richtig, richtig gut. Das war die stärkste Stelle hier mit der Burg. Ah, den habe ich ordentlich rausgenommen. So, jetzt brauche ich ein paar Soldaten, um meine Tür wieder zu erobern. Wäre jetzt nicht schlecht gewesen, vor allem den da oben. Ja, den da oben ist eigentlich unwichtig. Nein? Gut. Da, ihr zwei. Den Turm nochmal angreifen. Warum? Guck mal, das ist so voll. Warum? So, habe ich keine Leute mehr. Ach, wo kommt ihr denn her? Erobern wir mal zurück. Aha, okay, und zurück, und zurück. Na gut. Ich wollte zwar, dass ihr zurückrennt, aber wenn ihr euch unbedingt opfern wollt, ist okay. Ja, der bewacht die Tür mal ein bisschen. Zack, jetzt hat er den Turm. Und jetzt hab gleich ich wieder den Turm.
Zack, und wieder hab ich den Turm. Und gleich rein, komm, rein. Achso, Bogenschützen habe ich keine. Ein Hin und Her. Aber er hat weniger. Und jetzt haben sie wieder den Turm. Ganz schön Kampf zwischen den zwei Türmen da. Was ist die Kaserne? Ist der ja. Ich muss ein Haus bauen. Ich muss mehr. Ich brauche viel, viel mehr Leute. Ich brauche wieder Unmengen an Leuten. Das leider nicht, aber das ist theoretisch. Brauche ich eigentlich auch nicht. Oh, er sammelt seine Soldaten, greift jetzt. Macht er noch einen Versuch? Bitte komm jetzt nach oben. Was zum Besetzen? What? Ich hab alles. Anscheinend nur keine Leute, ha? Huh? Wobei, ja, nee, habe ich echt nicht. Krass. Okay. Ich bin froh, dass die keine normalen Leute angreifen. Das wäre echt hart. Der steht in meinem Land. Ach, der stellt wieder mehr Soldaten her. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, gut, eigentlich, du brauchst auch nicht. Ja, ich will auch mehr Soldaten herstellen, aber dazu brauche ich eben erstmal diese Gebäude. Diese Leute. Greift ihr wieder an? Ah. War nur einer, der sich mal ein bisschen verirrt hat. Obwohl, nee, doch, der greift mal an. Nächste weg. Na ja, genau, nächste weg. Schön, machen wir wieder ein paar weniger. Ja, er tut sich schon schwer hier anzugreifen. Oh, der macht da oben. Der sammelt da oben seine Soldaten. Siehst du das? Der wird hier oben langlaufen. Das ist aber nicht gut. Wo sind eigentlich meine Pioniere? Ja, jetzt greift hier oben an. Aber vielleicht so. Oh, das wäre nice. Das wäre so nice. Komm, runter mit dir. Zum Besetzen eines Gebäudes steht kein freies Siedel zur Verfügung. Reduzieren Sie gegebenenfalls die Anzahl der Träger. Stimmt, das könnte ich eigentlich auch machen, aber die Träger, die bringen mir eigentlich gerade gar nichts.
Aber gut. Also das da, das ist eine Wand. Da muss ich gut aufräumen nochmal. Oh, meine Verteidigung ist so stark. Die haben keine Chance. Ist das geil. Da, jetzt hat er wieder über 50 Soldaten verloren. Oh, ist das schön. Wenn man so eine starke Verteidigung hat. Oh, das habe ich gehofft, dass er mich angreift. Wenn man so krass auf Verteidigung gesetzt. Hammergeil. Hier oben wäre ich schwach, ja, okay. Aber, da greift er halt nicht an, ne? Gott sei Dank. Hier, keinen einzigen Soldaten verloren. Und ich baue wieder Soldaten auf und ihr ab. Uhu. Also wird jetzt auch wieder aufbauen, oder? 162. Ah ja, lauf bei den Soldaten vorbei. Ein Geologe hat Eisen gefunden. Das ist uneinnehmbar. Keine Chance. Aber ich würde gern die zwei Türme wieder erobern. Das wäre eigentlich ganz schön. Selbst wenn er das einnimmt, das da unten. Hallo, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 große Türme nebeneinander. Ne. Also ich bin nicht einnehmbar. Ich habe eigentlich schon gewonnen. Da kann er so oft angreifen, wie er will. Außer er greift wirklich mal einen Turm an, geht wieder zurück, tut sich erholen, greift einen Turm an. Aber eigentlich in der Zeit kann ich mich ja auch ein bisschen aufbauen. Blöd wäre es halt, wenn er irgendwas erwischt, was dann genau wichtig ist für die Produktion. Jawohl, da haben wir wieder ein paar Leute. Ja, wenn ich davon mehr habe, dann greife ich dort wieder an und versuche die Türme da zurück zu erobern. Ist aber krass eigentlich, wie lange man an so einer Siedlerpartie sitzt. Das ist so übel. Dachte eigentlich schon vor 5 Folgen, dass ich das jetzt fertig habe. Und ich dachte jetzt eigentlich auch, ich war gerade beim Angriff beim anderen und dachte, der andere würde mich angreifen und dabei jeglich versagen. Hat er auch, aber er ist nicht ganz, also er ist nicht ganz doof. Also er greift nur ein Stückchenweise an. Er hatte 162 und jetzt hat er wieder 174. Also er greift immer an, holt Soldaten und dann immer wieder. Versucht mich immer zu schwächen. Den kann ich jetzt noch nicht angreifen. Der hat viel mehr, wie ich hier habe. Das ist keine Chance. Keine Chance. Immer dieses Steam-Geschreibe. Also mehr Soldaten wären schon ganz nice, ne?
ist das Haus da oben auch fertig, das ist auch fertig und das ist auch fertig. Das heißt, eigentlich habe ich jetzt fast nur 52. Krass. Du, einmal einen Satz Schaufeln produzieren. Was hat da noch gefehlt? Nee, Hämmer habe ich. Ja, er wird schnell mehr. Das ist echt zum Kotzen eigentlich, dass der so schnell wieder Leute bekommt. Ah, hat der viele, ist gesunken, wieder gestiegen, ist rapide gesunken und jetzt steigt er wieder. Das ist richtig, richtig doof. Schön wäre, wenn er mit den Haufen nochmal angreifen würde, weil dann wären die alle weg. Und dann könnte ich schnell die Türmchen da angreifen. Aber der sammelt sich hier oben und hier unten wieder. Oh, greift doch halt einmal richtig an, oder? Nicht mal so Peanuts-Dinger. Aber der ist echt nicht doof. Der greift immer ein mit einer Welle an und dann geht er wieder... Der greift nicht mit allen Soldaten an. Aber ich gehe mal davon aus, in der Zahl sind auch alle Soldaten in den Türmen dabei. Ist ja bei mir auch nichts anders. Ich habe jetzt 240 und was habe ich da? Da, was ist das? 29 Soldaten eigentlich. Ich weiß nur nicht, wie viele Türme er hat. Und wie voll besetzt. Aber weißt du, während ich mich hier sammle, sammelt er sich hier noch stärker. Wäre es fast klüger, da oben anzugreifen, weil ich glaube, da hat er weniger. Das mache ich jetzt auch, ich greife da oben mal an. Hier unten, ja, da machen die zwei Türme das schon. Magier dabei? Hoffentlich nicht. Hoffentlich sind da nicht noch mehr. Schauen wir mal. Bis jetzt sind nur Leute von ihm gestorben. Das ist schon mal sehr gut. Hä, das ist kein einziger von mir draufgegangen. Lul. Krass. Keinen einzigen verloren. So. Und so. Was hatte ich da gebaut? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, was soll ich es jetzt wirklich bauen? Ob sich das überhaupt noch richtig lohnt? Keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Dum,
Sedentum haben wir schon mal wieder geholt. Und ja, es ist leider wieder eine Folge gleich vorbei. Ich hätte es zwar gerne noch in dieser Folge geschafft, aber wenn er so lahmarschig angreift... Mann. Ich hoffe mal, dass ich in der nächsten Folge es wirklich schaffe, genug Soldaten zu produzieren, dem mal einen Gegenangriff zu starten. Und dann mal ihn auszuradieren. Obwohl, er greift an. Oder? Nee. Nee, er bewegt nur seine Soldaten hin und her. Soll ich jetzt noch einen Angriff starten? Mit den Soldaten da? Ich bring die mal hierher. Euch auch. Daher. Mal alle näher ran. So. Ah ja, also den Angriff, den starte ich in der nächsten Folge, denke ich. Obwohl, nee. Nee, er greift an. Ach, weißt was, zieh mal durch. Er greift an. Jetzt, wo ich ein paar Soldaten hier habe, das ist ja mal mega nett. Das ist nett von ihm. Dann helfen wir mal. Unterstützen wir diesen Turm nochmal. Ja, das haben wir schön ausgelöscht. Aber ihr bleibt alle hier. Alle hier bleiben. Alle hier bleiben. Wobei. Ach, weißt was? Wir holen uns den Turm zurück. Den Turm holen wir uns auch noch. Perfekt. Komm, den Turm können wir uns auch noch holen, oder? Der gehört uns ja eigentlich auch noch, ne? Ist ja anscheinend keiner mehr. So, jetzt haben wir ihn gut geschwächt. Das können wir eigentlich überlegen. Gut, aber mit so wenig Soldaten. Naja, ich speichere mal hier. Auf Angriff. So, und dann verabschiede ich mich für diese Folge. Ganz werden wir diese Folge nicht mehr schaffen, aber nächste Folge eventuell. Verspreche ich aber nichts und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.